ganz nett. Das Ablenkungsmanöver, super. Ja, da haben sie jetzt geglaubt, in ihrem eigenen Bereich flammt es auf. Sie sind eine Regierung, die bereits auf den Liter Benzin 48 Cent Mineralölsteuer einhebt und 19% Mehrwertsteuer. Und nun nicht 5 Cent, sondern 9 Cent auf den Liter Benzin draufschlägt. 9 zum heutigen Tag, das ist ein prozentuell guter Mann. Das also zum heutigen Tag der Preisentwicklung Benzin 1,50. Sind wir in Wahrheit mittlerweile bei einer Steuer, wo der Benzin im Einkauf der Republik aus der Raffinerie oder der OMV gar nichts mehr kostet und 2/3 bald an Steuer abgeführt werden. Und Sie setzen sich jetzt bei aller Wertschätzung, Herr Dr. Bornmänner, und ich weiß, die wollen jetzt alle Weihnachtsruhe haben und vielleicht tun wir uns ein paar Glockerl um den Hals hängen. Oder und Sie setzen sich dort hin und finden es noch super, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 9 Cent zu den 48 Cent Mineralölsteuer noch einmal draufgeschlagen werden. Und zwar Herr Dr. Bornmänner, kennen Sie das Wesen von Wegelagerei, von Raubrittertum? Sie, es gibt den alten Spruch, ein Esel, der zirkt, den schlagt man. Aber das Problem ist, irgendwann tritt der Esel gewaltig aus. Und wenn wir mittlerweile eine Steuer und eine Steuerquote auf dem Liter Benzin haben in dem Land, und zwar nicht für die Ferraris, nicht für die Lamborghinis, nicht für den Rolls-Royce, nicht für die Maseratis, sondern für die hunderttausenden Volkswagen in dem Land, für die hunderttausenden Ford und BMW, kleine BMW in dem Land, wo sie die Leute in Wahrheit was nicht mehr leisten können, nicht Urlaub fahren, in den Job fahren, in den Job, zur Arbeit, dass sie in Wahrheit die Wirtschaft aufrechterhalten. Weil die Regierung besteht ja aus Dachinierern und Herumlungerern. Die, die in dem Land die arbeiten, Regierung besteht aus was? Dachinierern und Herumlungerern. Echt? Die, die in dem Land noch etwas hackeln, sind die, die jeden Tag zur Arbeit fahren. Und dann kommt der Überschmäh daher von ihrer Umweltministerin, die dann sagt, zu 48 Cent Mineralölsteuer klopfen wir noch 9 Cent CO2-Bepreisung auf. Und dann kommt sie daher und sagt, das ist überhaupt der beste Schmäh, das ist der beste Schmäh, Herr Dr. Bornmänner, da müssen Sie zuhören. Dann sagt sie noch, sie will die Pendlerpauschale ökologischer gestalten und gerechter gestalten. Wissen Sie was? Es macht für einen Haushalt, egal ob der Haushalt 4.000 Euro verdient oder 5.000 Euro verdient, also ein guter mittelständischer Haushalt ist, oder ein Haushalt, der von Armut betroffen ist, mit 2.000 oder 2.500 Euro, weil die Armutsgrenze immer weiter steigt, überhaupt nichts aus. Ob er 250 oder 300 Euro von der Steuer zurückkriegt. Gefahren ist gefahren. Zur Arbeit ist gefahren. Und wenn Sie dann wieder mit dem alten Schmäh daherkommen und sagen, ja, aber die will das ja nur gerechter gestalten, sie will das nur gerechter gestalten. Jedes Mal, wenn in diesem Land diese Regierung etwas gerechter gestalten wollte, hat es die breite Masse getroffen. Wissen Sie was? Weil der Herr Mateschitz und wie sie alle hasen, die im Übrigen auch nicht dachinieren und faul sind den ganzen Tag, sondern hackeln, die fliegen dann halt von Genf weg mit dem Privatjet. Das ist ihnen vollkommen schätzgojetno, doppelsprachig, scheißegal. Und daher müsste man zum jetzigen Zeitpunkt erkennen, dass eine CO2-Bepreisung bei dieser Inflation von 5,4%, zurückliegend bei 10%, ja, bei Treibstoffpreisen, dass das Saugras, nicht machbar ist. Und das ist das Hauptproblem. So. Ich bin dafür, einen ökologischen Schwerpunkt zu setzen. Braucht man nicht reden. Aber bitte nicht jetzt. Du kannst nicht, wenn beim Bürger, bei der Schmauswabert Erni und beim Kirschengang Kali an jedem Finger die Daumenschrauben schon angezogen sind, das Blut vorn ausspritzt, die Leute nichts mehr in der Tasche haben, keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen können. Wir diskutieren, der Weihnachtsbaum kostet 98 Euro. Die Weihnachtsgans, gut, sie essen keine Weihnachtsgans, sie kriegen ein Soja-Tofu-Menü von ihrer Frau serviert zu Weihnachten. Waldviertel, Das ist ihr ureigenes Problem. Aber wenn sie die Leute den Weihnachtsbrot nicht mehr leisten können, und wissen Sie, was das besonders Schlimme ist? Die schauen ins nächste Jahr, die schauen jetzt alle ins nächste Jahr, sagen 2024, wollen Silvester feiern, wollen unbeschwert sein. Und was haben sie? Sie schauen suizidal, depressiv, ängstlich. Also ich glaube, also erst